Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Raft, the final chapter, zusammen mit German Let's Play. Hallo. Leute, abonniert beide Kanäle, um keine zukünftigen Raft-Folgen mehr zu verpassen, denn wir sind mittlerweile in Utopia. Und das könnte voraussichtlich die letzte Stadt sein, die wir beide in Raft jemals entdecken werden. Zusätzlich gibt es hier traumhafte Rätsel, die uns in der letzten Folge an unsere Intelligenz... Kannst du jetzt mal aufhören, da mit dem Ding da rumzuspielen? Komm, wir gehen. Lol, das geht. Man kann... Aber okay, ich kann sie nicht platzieren, schade. Oh Gott, so, Hilfe. Unsere Aufgabe ist es jetzt immer noch, die Stromkabel hier zu verbinden, damit hier vorne das Wasser wieder läuft. Ja, yeah. Kommst du mal? Das ist extrem wichtig, weil dann können wir irgendwie, kriegen wir ein Item, was super toll ist und all unsere Probleme löst. Ja, ich komme mit. Ja, wir hatten ein paar Probleme hier mit unserer Intelligenz in der letzten Folge. Nee. Oh! Ja, genau. Zack, deswegen. Alter. Oh, da ist noch so eine Hyäne, genau. Irgendwie wird Utopia von ach Hyänen. So. Ich will das achso, nee, hier ist. Ja, ist alles gut. Ich zieh's. Ach so. Esser. Hä? Ja, ja. Es war schon. Du hast es, warte. Du hast es direkt schon am Anfang mitgenommen, oder was? Nein, ich bin hier rübergelaufen, hab's gezogen und bin dann auf die andere Seite gelaufen. Du bist einfach fitter als ich. So, und jetzt müssen wir doch... Ja, genau. Die, ne? Ja, warte, aber lass mich. Nee, ja, oh, wir, uns fehlt noch ein Strom. Oh. Ja. Okay. Da wurden wir ganz schön gepunkt. Das könnte vielleicht hier irgendwo rum. Ah, ja, hier ich auch, ich auch. Warte, da. Nimm, hier, da. Ah, ja. Hab's. Nein. Ist in meiner Hose. Das ist aber noch eine andere Schlange. Das stimmt. Junge, ey, hör auf zu lachen. Wo? Nein, er läuft weg. Ja klar, die Hyäne. Oh, der Arme. Und wie, LOL. Hat er dich gerade... Er wollte mich fressen, Alter. So, lass mal kurz zurückschlafen, bitte. Okay. Weil er hat Angst im Dunkeln. Das stimmt. Ja, als Kind hatte ich wirklich mal kurze Zeit Angst im Dunkeln, wegen dem... Ich komme hier nicht mal hoch, wegen dem bösen Werwolf-Film, den ich geguckt habe. Boah, ey, diese Nacht war so krass. Ja, da hatte ich eine Nacht lang nur Albträume von so einem Werwolf, der mich frisst. Jedes Mal, wenn ich wieder die Augen zugemacht habe, bumm, war ich wieder in das dem... das hast du mal erzählt. War das ein Podcast? Ja, ich glaube... Ja, kottbruder.de, gönnt euch die neueste Folge. War wieder klasse. War einfach spitze. Reden schon über Privates. Man lernt die Person vielleicht noch mal ein bisschen... Oh. Bisschen anders kennen, deshalb gönnt euch rein. Na, auf jeden Fall, genau, es war jedes Mal und ich war wieder in dem gleichen Traum, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr wirklich einschlafen wollte, weil ich mir dachte, okay, ich lande wieder in dem Ding. Vor allem in dem Ding, in dem Traum. Ja, wie immer wieder in den Traum innen drinne. Mach deine Wasserflasche bitte voll. Ah ja, ich habe diverse Wasserflaschen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Ja, ich mir auch. Ich habe insgesamt hast 4. Hast du nicht Fleisch auch? Können wir mal kurz hier auf den Grill legen. Du hast bestimmt auch was. Oh ja, ich bin im Besitz von 2 leckeren. Ja, warte mal. Ich hole mal Bananen. Das können wir uns nicht mehr erlauben, das nicht mehr abzubauen. Also ich habe auch noch ein bisschen Haifleisch. Oh ja. Ja, dann lass mal kurz hier warten, bis es fertig ist. Dann kann ich hier die Bäume fällen. Gibst du mir auch eine Axt? Unten in der Eisenkiste dürfte noch eine sein, hoffe ich. Okay, dann helfe ich dir. Ist da eine? Warte, lass mich gucken. Eisenmetall. Hier ist, ja, eine frische Axt. Da komme ich doch mal. Oh, upsi. Ja. Oh, und zack. Ja, oh, geile Bananen. Oh, sind das fertig. Jetzt nicht heulen. Da, hallo. Was ist denn? Ist das etwa ein bisschen Matsche? Ja, das ist scheiße. Ich hab goldene Matsche. Boah, was ist denn da passiert? Palette. Ich wollte wissen, ob das klappt. Ich hol kurz Schrott. Ja, was soll denn daran nicht klappen? Und was willst du mit Schrott? Ja, weil ich das Loch wieder stopfen tue. Was soll denn daran nicht klappen? Ich stopf das Loch wieder zu. Ja, hab ich. Was, aber wirklich, was soll denn daran nicht funktionieren? Ja, ich wollte wissen, ob es klappt. Warum kriege ich denn jetzt Ärger? Das sind nur Planken und Schrott. Nur, okay, na gut, okay, nur. Ja, davon haben wir wirklich mehr als genug. Abgehoben ist das. Nein. Oh, Essen ist fertig. Kannst deine Heidinger drauf machen. Achso, nee, die sind schon fertig. So. Nimm du ruhig das Fleisch. Du kannst so, alles nehmen. Ich hab genügend. So, lass uns mal die Zeit nicht verschwenden. Oh, weil sonst ist es wie bei den Rätseln, die wir hatten, plötzlich wieder Tag.
Nacht. Ja. Da hatten wir, ich weiß auch nicht, was da genau ist. Ja, ich glaube, das war ein Anzeigefehler, muss ich sagen. Das glaube ich auch. Kann ich reden, bin unter Wasser. Warum redest du dann? Ah, übrigens, Leute, das ist jetzt wahrscheinlich unfassbar verspätet, aber danke für eure ganzen Taucherbrillen-Tipps. Ach so. In dem Podcast hatte ich nach Taucherbrillen gefragt und da wurden sehr gute Dinger rausgehauen. Hier. So, Kabel ziehen. Ach da. Ach so, wir müssen erstmal. Da hoch wieder. Oh, müssen wir hier dann die ganzen Kisten sammeln, ne? Wir müssen. Aber, ich gehe einfach wieder da, wo wir ursprünglich hochgegangen sind. Das ist alles noch da. Das stimmt. Das ist sehr schlau. Oh, hier wohnt da denn jemand? Hallo? Na klar, ich wohne. Warte, aber man geht einfach hier hoch. Das geht auch. Aber ich bin jetzt da. Ja. Ich auch. Dann Kabel ziehen. Und Kabel loslassen. Ah! Ja, man sieht die Elektrizität. Da, geil. Sie geht. Sie wandert. Ja. Wollten die nicht ein bisschen langsamer einstellen können? Lauf, sprinte. Da ist sie. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie auch. Sie geht weiter. Ich gehe direkt zu dem Teil, wo es landet. Ja, aber dann, geht's da oben, ja. Und dann dreht sich das jetzt hoffentlich. Dann ist die Pumpe an. Ja, da oben ist, man sieht den Strom immer noch. Ja, cool. Der kommt da. Jetzt kommt er. Ja, das Wasser jetzt wird durchgepumpt. Jetzt sehen wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Ja. Aber wir können direkt zum Endergebnis gehen. Wir wissen ja, wo es landet. Ah ja. Pumpi, Pumpi. Ja, hier bewegt sich das immer noch. Ja. Und? Sieht gut aus. Hey! Den Kohlendioxidkanister! Wofür brauchen wir den? Aber, ja, gute Frage. Vielleicht hier im Haus, Haupthaus? Ja, bestimmt. Weißt du, voll die Trottel. Jetzt stellen wir so fest, ja, brauchen wir gar nicht. Aber danke. Ein weiteres Mal lösen Palette und Manual. Oh, guck mal hier. Benötigt dritten Teil. Hoch. Ja, den dritten Teil von. Oh, guck mal hier. Oh. Dettos Utopia Journal, super vertraulich. Ich habe mein eigenes Floß und es ist echte Windturbinen angeschlossen. Wenn ich noch mehr Leistung hätte, stell dir nur all die Experimente vor, die ich durchführen könnte. Aber jetzt tauchte dieser verrückte Olof auf. Ups, seine Käfige sind bereits entladen. Und jetzt verspricht er, ja, Mann, nicht so schnell! Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte Olof Caravan Town ruiniert. Ich werde ihm nie verzeihen. Ich hoffe, Hanne und Ruben hören auf, ihn nicht zu vertrauen, ja? Für den Fall der Fälle habe ich beschlossen, die Sicherheit auf meinem Floß zu erhöhen. Diese Karte sollte nur den klügsten der Leute Zutritt ermöglichen, so wie ich. Ah ja. Ah, hier ist die Karte. My House, Water Tank, Water Pump. Und da sind irgendwelche Punkte noch so. Ja, wahrscheinlich für das Rätsel, was wir gerade gemacht haben. Ah, das könnte gut sein. Und hier geht's hoch. Hallo, Detto. Wann haben die hier viel gebaut? Ah, hier ist benötigt eine Harpune und den Kohlendioxidkanister. Wo krieg ich denn jetzt? Ach so, und dann schießt das darüber, dann können wir darüber sliden. Geil. Stimmt. Gut, das bedeutet aber, wir benötigen noch die... Aua. Hui. Oh, die Harpune. Die hat er aber nicht markiert. Wieso soll ich den jetzt finden? Ne, ich schätze mal, dass wir hier vorne... Wir haben ja noch nicht Utopia komplett erforscht. Weil das hier ist ja der zweite Teil. Boah, Alter, was da noch alles gebaut wurde. Oh ja. Ich schätze auch, dass hier irgendwo... Oh, hier geht's aber um die Ecke. Ich guck mal kurz. Ja, hier geht's auch. Tür von der anderen Seite verschlossen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo sich die Harpune versteckt. Was ist das hier? Benötigt 1 Gefängnisschlüssel. Aber woher? Ich hab das nicht. Ich sehe hier auch keine Anhaltspunkte für ein Rätsel. Weißt du? Ja. Vielleicht einfach wirklich in die Häuser rein. Und ja, aber da kommt man nicht wirklich rein. Ich bin ja auch gerade schon um die Ecke, aber da war auch nichts. Nee, hier ist nur Gefängnisschlüssel. Was haben wir übersehen? Hier können wir hoch, aber da warst du ja auch. Das war wahrscheinlich das mit der anderen Seite, ja. Was sieht man denn da? Ein Fahrstuhl. Ah. Ah, hier geht's noch weiter. Aber hier ist auch nichts. Hier wird ja nicht einfach so plötzlich die Harpune liegen. Haben wir mal... Hier ist ein Hinweis und ein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel? Ja, warte, wo hast du den denn gefunden? Hier oben. In einem Haupthaus. Junge, bin ich dumm? Zugangs... Das sind Leute. Was?
Warte, das war ja da, wo du gerade standest. Hä, warum? Ich hab nur da oben drauf geguckt. Von den Menschen von Utopia vertraut Olof Wilkenstron nicht. Als er hier ankam, haben wir uns in gutem Glauben auf sein Wort verlassen. Er hat uns auf Schritt und Tritt ausgebeutet. Jens sind alle Abweichler eingesperrt. Oh Mann, was nach einer Zählung jeder ist. Für jeden, der dies liest, Olof sollte auf dem Markt sein. Vorsicht vor seinen tollwütigen Bestien. Bitte nehmt ihm den Generalschlüssel ab. Befreit uns, befreit Utopia. Warte mal, Palette. Ja. Überleg mal, ne? Wir sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen noch auf der Welt existieren. Ja. Ich schätze mal ein paar hundert, wenn überhaupt. Ja. Und wir sind wirklich einer der wenigen. Wir sind irgendwie 0,001% der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung. Diese Vorstellung ist einfach so geil, dass du einer der wenigen bist. Du bist das Beste. Ja. Ja. Und dann gehst du hier so lang, denkst dir, benötigt 1 Gefängnisschlüssel. Und der liegt hier so. Und du denkst dir, ach schade. Ja, aber ich kann ihn trotzdem, das ist nicht der Richtige. Ja, aber das ändert ja nichts. Aber was sollen wir da jetzt machen? Ich weiß, wir haben ja diesen Schlüssel bekommen, aber der Schlüssel war dafür nicht. Nee, das eine war ja auf der anderen Seite öffnen. Ja, ja. Das heißt, dafür kann es eigentlich nicht sein, oder? Ja, ja, Tür von der anderen Seite verschlossen. Also es muss noch irgendwo... Ah, hier vorne kann man aber noch weiter, oder nicht? Ja, ja, hier. A, benötigt 2 Zugangsschlüssel. Ach so. Okay, irgendwo muss noch der 2. Zugangsschlüssel sich befinden. Die Frage ist jetzt natürlich, freaking wo? Wo ist dieser 2. Zugangsschlüssel, den wir ja scheinbar übersehen haben? Da hinten bestimmt in dem großen Gebäude oder war... Ach nee, da waren wir schon drin. Ja. Oder waren wir da überhaupt drin da unten? Nee, da konnten wir ja nicht rein. Vielleicht können wir da jetzt rein. Oh, was ist hier? Schaufel, ach so. Okay. Um hier die Sachen zu graben. Ja, ja, aber ich habe ja einfach for free eine Schaufel bekommen. Ach so, sollen wir graben für den Schlüssel? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber hier steht auch nichts. Hier steht auch nichts von irgendeinem Schlüssel. Obwohl, hier ist auch nochmal. Hier sind überall Schaufeln. Warte mal. Sollen wir jetzt einfach graben? Ich grabe jetzt, also ich habe diverse Schaufeln. Ja, ich grab hier mal eben das ganze Feld leer. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Ich krieg auch immer nur Schaden von den Viechern. Machen, ja. Immer schön Abstand halten. Ja, mach ich. Hat Mama dir nicht beigebracht, dass da Würmer rauskommen? Oh. Ich habe einen Teil von Dettos Code. Nein. Ein Teil, ja, ja, das ist. Wir müssen da die weiteren Dettos Codes knacken. Lag der dann auf dem Boden oder hattest du den direkt in der Hand, sozusagen? Ja, ja, das wird dir dann oben angezeigt. Oh nein, aber es ist Nacht, wir müssen zurück. Und damit würde ich auch sagen, war's das mit einer weiteren kleinen Folge von Raft. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne eine kleine Bewertung da lassen. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei, denn bei ihm kommt morgen die nächste Folge. Abonniert beide Kanäle, gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder Podcast und einfach vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss.